Du blickvernebeltes Miststück, kommst zurück, als wär das Ding noch nicht mit Karacho gegen die Wand gekachelt. Sprich missglückt, ich muss hier wohl mal eine Gedächtnislücke schließen. Leben im Dreck hat dir nicht geschmeckt, hast du nicht gecheckt, dass im Endeffekt alle Flüsse abwärts fließen, wie doppelt und dreifach bewiesen. Es ist doch längst evident, es gibt hier kein Happy End. Leb damit, Mana, kannst du noch so viel flennen. Es ist vorbei und ich seh keinen Sinn darin, Gedanken nachzuhängen. Wie geht da noch was und was wäre wohl wenn? Die Strümpfe. Was für ein Albtraum. Ich war alt und hatte einen Schnurrbart und klang wie Frank Zander. Außerdem waren alle meine Freunde tot. Elysium war abgestürzt und ich habe Deponia in die Luft gesprengt. Entsetzlich. Ein Bild des Grauens. Ich mit einem Kotzbalken im Gesicht. Na, zum Glück ist ja alles wieder wie vorher. Ich kann es kaum erwarten, meinem Schnucki-Hasi Toni davon zu berichten. What? Shalom und herzlich willkommen zu Deponia Doomsday. Doomsday. Oh yeah. Wir befinden uns in einer Hütte. So, kurz nach dem Schlafen. Aufwachen! Jetzt. So kurz nach dem extrem coolen Intro auf jeden Fall, dem spielbaren Tutorial auf jeden Fall. Ich war sehr überrascht und erstaunt. Nicht hingucken, sie hält mich sonst nur wieder tagelang von der Arbeit ab. Oh ja, Rufus, das kenne ich. Ich war sehr überrascht, dass es diesmal keine Schrottpresse gab. Zum Glück. Das Feuer ist aus. Kein Wunder, dass ich von nuklearem Winter geträumt habe. Da gibt's Sinn auf jeden Fall. Was haben wir hier? Das ist immer der Ofen. Knickerfolie aus dem Postbüro. Was hatte ich damit noch gleich vor? Ach egal. Ich lasse sie einfach hier, bis mir wieder eingefallen ist, wofür ich sie brauche. Knickety knick. Oh yeah. Damit habe ich meine Raketenharpune zusammengebaut. Obwohl, Moment, das war auch nur im Traum, oder? Ach, ist das alles verwirrend. Ja, ich fühle mit dir, Rufus. Erstmal eingesteckt. Das ist... Wir haben ja auf jeden Fall geschlafen. Das muss unsere Hütte sein. Da sind die Pläne. Ein Kaktus, hoffenweise Zeug. Aber wann spielt das? Oh. Hübsch. Sauber. Während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Ah. Jetzt muss ich nur noch die Flamme einstellen und dann... Elysium, ich komme. Ha, Toni wird Augen machen. Stimmt, da war ja was. Ich sollte schon mal ihre Kristallgläser verstauen. Nicht, dass da noch irgendeine Ecke abbricht, ne? Okay. Das Zeug ist nur für die Optik. Das Letzte, was ich an meiner Montgolfiere brauche, ist Ballast. Eine Montgolfiere? Nein, ich habe die Lasso-Nummer lange genug geübt. Wenn ich das nächste Mal werfe, dann um etwas zu fangen. Okay, das hat wohl also nicht geklappt. Diese kryptischen Schilder sieht man in letzter Zeit immer häufiger. Und seltsamerweise tauchen sie immer in meiner Nähe auf. Kann ich gar nicht verstehen, also... Stimmt. Das Letzte, was ich an meiner Montgolfiere brauche, ist Ballast. Ja. Das hat jetzt viel gebracht. Eine Gashebe betätigen. Auf nach Elysium! Hä? Was ist denn jetzt?
Verdammt, der Ofen ist ja noch aus. Dü-düm. Wie dumm von mir. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Außerdem wollte ich doch Toni mitnehmen. Es wird hier immer verwirrender. Auf jeden Fall haben wir hier eine fein sauberlich aufgestapelte Glaspyramide. Wenn Toni nicht will, dass ihre Gläser kaputt gehen, warum hat sie sie dann so demonstrativ aufgestapelt? Das ist eine echt gute Frage. An die Arbeit. Nein, stopp. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. So ist jetzt alles in die Brüche gegangen. Toni war so wütend, dass wir uns schließlich getrennt haben. Und dann habe ich eine Verschwörung des Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Memo an mich selbst: Vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummierstift lutschen. Alles klar, das heißt, wir holen uns jetzt die Knickfolie. Knickedi-Knick. Oh yeah. Und raus, Baby. So, denn... Diese Zukunftsvisionen haben was. Ich sollte bisschen, ja. Prophet werden. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. hey, Kumpel? Stopp. Kumpel? Sie können hier nicht warten. Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Whoopsie! Ein Falschparker. Hey, hallo! Sie können hier nicht parken! Hört mich nicht. Wollen wir hier mal ein bisschen auf die Füße treten? Kollege, bist du ein bisschen ungesund gefallen, wa? Hey, du da! Ist das deine Schrottlaube? Ja, aber bitte halte dich fern davon. Und von mir auch. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ja, da sind wir uns ausnahmsweise einig. Aber da du nun mal hier bist... Was treibst du da eigentlich? Das möchtest du nicht wissen. Glaub mir. Unbesehen. Im Grunde darf ich nicht einmal mit dir reden. Zumindest solange noch unklar ist, ob wir ins selbe Universum gehören. Na, viel spricht nicht dafür. Jeder noch so kleine Kontakt muss unbedingt vermieden werden. Verstehst du? Kein Kontakt. Ist ein bisschen spät. Gilt kein Kontakt nur für mich oder auch für die Kristallgläser meiner Freundin? Ich hab doch nicht etwa... Oh doch, beim Rückwärts einparken. Himmel, Herbert, noch eins. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Ich könnte eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes ausgelöst haben. Ja, aber meistens fängt sie sich nach ein paar Tagen wieder. Du verstehst mich falsch. Ich rede hier von Ascheregen, Magmaflüssen, ewiger Dunkelheit. Ja, ja, du kennst Toni, schon verstanden. Aber das macht die Gläser auch nicht wieder heil. Du hast recht. Ich muss etwas tun. Das meine ich aber auch. Lass mich überlegen. Überleg schneller. Eine Möglichkeit gäbe es da schon. Aber es wäre sehr gefährlich. Du willst doch nicht etwa... Doch, es muss sein. Sei kein Narr. Es muss eine andere Lösung geben. Wenn es sie gibt, sehe ich sie nicht. Ich fürchte, mein Entschluss steht fest. Ich werde... Nein! Die Zeit zurückdrehen. Nein! Du... Was? Ach so, ich dachte, du willst dich entschuldigen. Aber dein Vorschlag klingt besser. Gut nachgedacht. Holla, bravo, Mensch. Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Ich sagte, ich werde die Zeit zurückdrehen. Ja, die Zeit zurückdrehen. Ja, nur zu. Super Plan. Aber wunderst du dich denn gar nicht? Du musst doch 1 Million Fragen haben. So. Ja. Na gut. Was ist aber die wichtigste Frage überhaupt ist? Wer bist du überhaupt? Mein Name ist McChronicle. Ich arbeite an der Schrotthandelsuni in Porta Rustica. Du bist Professor? Wofür? Für alberne Kopfbedeckungen? Mein Fachgebiet ist Temporalphysik. Ich untersuche Anomalien auf der 4. Achse der Raumzeit. Tatsächlich? Dann kannst du mir ja sicher eine zeitbezogene Frage beantworten. Gut möglich. Wann, lieber McChronicle? Ja, wann? Wann habe ich dich nach deiner Lebensgeschichte gefragt? Was treibst du da eigentlich? Ich suche nach Zeitanomalien. Toll, du hast eine gefunden. Ich will ja nicht prahlen, aber ich bin geradezu eine Singularität. Meine Anzeigen sprechen eine andere Sprache. Ignoranzösisch. Ich rede hier von Zeitspliss.
eine ernste Sache. Es ist wie Spliss. Ja, Zeit. Spliss ist auch nur Haarspalterei. Also meine Haare sind gesund und kräftig bis in die Spitzen. Der Quantenschaum kocht geradezu. Hm. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Und vielleicht wird es sich bis in alle Ewigkeiten wiederholen. Du klingst wie meine Freundin Toni. Okay, Was ist die Quadratwurzel aus 237.169? 487. Aber ich meinte eigentlich eine andere Art von Frage. Nett. Eine, deren Lösung nicht so offensichtlich ist, ich weiß. Mhm. Was ist denn aus kein Kontakt geworden? Dafür ist es nun zu spät. Das Unaussprechliche. Kein Kontakt ist beim Radweg Bierholen. Aber wir können das ungeschehen machen, wenn wir meinen Plan befolgen. Gummistiefel wieder in Mode bringen? Unfug. Ich meine, die Zeit zurückdrehen. Hörst du auch immer dieses seltsame Dröhnen? Dö. Na gut, wie meinst du das, die Zeit zurückdrehen? Wie ich es sage. Ich habe ein Gerät erfunden, um Unfälle zu vermeiden, nachdem sie geschehen sind. Es speichert einen Zustand der Raumzeit ab, bevor ich rückwärts einparke. Also du hast eine Zeitmaschine erfunden und benutzt sie als Einparkhilfe? Du bist ein vierdimensionaler Waschlappen, McChronicle. Eigentlich sollte ich sie gar nicht benutzen. Man stelle sich vor, diese Technologie würde in unverantwortliche Hände geraten. Oh ja, das wäre schlimm. Schalte ich das Ding ein? Schlimmstenfalls ein Rufushänder. Ich hätte niemals hierher kommen dürfen. Ein Fehler, der sich ja leicht korrigieren lässt. Indem ich an dieser Kurbel hier drehe? Nein, warte! Tati, tata! Lassen Sie mich durch! Ich bin Prophet! Was kribbelt denn da so auf der Fontanelle? Ist das etwa die synaptische Sensation, mich an Dinge zu erinnern, die noch gar nicht passiert sind? Also ein Déjà-vu? Mr. Rufus! Hm? Was? Moment, ich kenne dich. Du bist McChronicle. McChronicle. Aber das hieße ja, du kannst dich erinnern? Na und ob? Du hast die Gläser kaputt gefahren. Verblüffend. Einsatz über schon Sprung. So verblüffend wie eine Popelbremse. Aber apropos verblüffend. Wie zum Kehricht ist das alles nur möglich? Wir reden gleich drüber. Kannst du mich bitte zuerst einweisen? Ich will meinen Fauxpas von eben nicht wiederholen. Du meinst den von gleich? Nein, ich glaube, es wäre jetzt bereits eben gewesen. Himmel, das könnte wieder einer dieser Tage werden. Bist du bereit? Ach, was soll's. Gib Gummi. Aber Jens, ey, der steht doch eigentlich gar nicht so verkehrt. Na los, komm. Amen. Du kannst auch fahren. Amen. Nochmal. Nanu, da war doch eben noch ein Elefant. Ein pinker Elefant. Hier geht heute etwas vor, wovon sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt. Ach ja, stopp. Oh nee, nicht schon wieder. Didim. Ist eigentlich, wenn ich da oben lang gehe? Nur mal so, rein Interesse halber. Du beweg dich. Oh, nie wieder. Hörst du, Tage? Nie wieder? Reingemacht. Was mache ich mir vor? Alles kommt irgendwann zurück. Sollst du nochmal durch den Kopf gehen lassen, ja? Da ist es ja. Bruder Tuck. Oder Tack? Auf Tack ist immer Verlass. Zumindest wenn es darum geht, pünktlich zur Sperrstunde durch den Ort zu torkeln. Huhu, Tack! Oh. Dir auch einen schönen Tack-Tag. Tack-Tack. Die letzte Plörre war schlecht, was? Es ist doch immer die letzte Plörre, die schlecht ist. Oh ja. Vielleicht weißt du einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzuhören. Weißt du das etwa? Ja, wenn's am schönsten ist, dachte ich. Viel Glück, Kumpel. Der Crew geht so lange zum Munde, bis man bricht. Glaub mir, es ist immer die letzte Plörre, die schlecht ist.
Ja, das stimmt. Du solltest mit dem Trinken aufhören. Also das Aufhören ist nicht das Problem. Es ist das Wiederanfangen, das ich einfach nicht bleiben lassen kann. Welchen Tag haben wir? Und ich dachte, ich sei betrunken. Hörst du die Musik nicht? Es ist natürlich Grill-Donnerstag. Grill-Donnerstag? Welches Jahr? Alles gut bei dir, Rufus? Ach, geht so. Ich hatte einen seltsamen Traum. Ich habe eine Illusianerin kennengelernt und mit ihr zusammen Deponia gerettet. Nur um es letztlich doch selbst in die Luft zu sprengen. Aber Grill-Donnerstag in Kuwak, das hieße ja... Nichts von all dem ist je passiert. Der schwimmende Schwarzmarkt, Boso, Doc, das kann einfach nicht stimmen, dass das einfach alles nicht stimmen kann. Meine Fans rasten aus, wenn sie erfahren, dass meine Abenteuer niemals stattgefunden haben. Und schlimmer noch, die wollen ihr Geld zurück. Hä? Was für Fans? Barry zum Beispiel. Weißt du, wo ich Toni finde? Sie ist in Lonzos Kneipe. Unfassbar, dass sie mich in Schnapp den Schnaps geschlagen hat. Bei Lonzo? Da muss ich ja einmal quer durch die Idiotenparade. Auch ein Grill-Donnerstag kann ich gut nachvollziehen. Glücklicherweise wird man nicht zum Square-Dance aufgefordert, wenn man Kotze am Mundwinkel hat. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Solltet ihr euch merken, definitiv. Kennst du dich mit Visionen aus? Meinst du sowas wie rosa Elefanten? Ich dachte immer, das sei nur ein dummes Klischee. Aber heute läuft hier tatsächlich einer rum. Pah, rosa Elefanten kann doch jeder. Ich habe die Zukunft gesehen. Schön für dich. Ganz im Gegenteil. Es wird furchtbar werden. Furchtbar? Wahrscheinlich hast du recht. Mir graut auch bereits vor morgen. Ich habe den rosa Elefanten auch gesehen. Wirklich? Ja, ein lästiges Exemplar. Oh, er ja. Er lenkt mich jedes Mal ab, wenn ich Tonis Gläser retten will. Jedes Mal. Das heißt ja, ich bin doch nicht bescheuert. Ich würde hier keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich muss verhindern, dass die Zukunft aus meiner Vision Wirklichkeit wird. Mein Tipp, viel Alkohol. Hilft zuverlässig. Ja. Selbst gegen hartnäckigste Zukünfte. Hilfst du mir, den rosa Elefanten zu verscheuchen? Er ist bereits weg. Ich meine ja auch nicht jetzt, sondern... vorhin. Du willst, dass ich dir helfe, einen Elefanten aus deiner Vergangenheit zu verscheuchen? Been there, done that. Genauso geht es mir mit meiner Frau Trudy. Meine Strategie? Ich trinke, warte, noch mal, um zu vergessen. Tja, kommen die in den ersten Teilen vor? Der Trick ist nämlich, sich zu erinnern. Wenn sich die Zeit wiederholt. Hä? Wie soll ich mich denn an etwas erinnern, das noch gar nicht passiert ist? Das ist doch katzenleicht. Man muss nur... Ja. Wie funktioniert das eigentlich? Ich sollte vielleicht McChronicle danach fragen. Tu das. Ich finde einen Weg, dass du dich erinnerst. Aha. Ich sollte vielleicht McChronicle danach fragen. Das sagtest du bereits. Okay. Bleib senkrecht. Mach mir eine Skizze. Gut, da geht's zu Bernards Hütte? Und? Ah. Hat es funktioniert? Ah. Ich fürchte nicht. Nichts hat funktioniert. Du hast die Gläser wieder umgefahren. Warum hast du nicht Stopp gerufen? Ich war abgelenkt. Apropos, du hast nicht zufällig einen rosa Elefanten gesehen. Hast du getrunken? Eigentlich reichlich. Aber es verträgt sich wohl nicht mit den Medikamenten. Ganz böse Mischung. Kommt mir auch so vor. Ganz böse Mischung. Meine Reflexe sind weit unter Norm. Sonst wäre er mir nie durch die Lappen gegangen. Wo versteckt sich dieses Mistvieh nur? Okay, das war mein Stichwort. Was ist das? Eine Tür. Benutze Tür. Wie jetzt? Bernard hat schon zu? Ich brauche doch noch Signalraketen, falls mein leicht entzündlicher Gasballon Feuer fängt. Ganz wichtig. Rufus, wie konntest du bloß die Signalraketen vergessen, ey? Du Trottel. Du Dösbaddel. Nilbot. Hier fehlt wohl ein passendes Gefäß. Ein Fach für paramechanische Bauteile. Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so. Ich liebe Stromumkehrer. Ein Fach für paramechanische Baustrom. Vor allem auch schön ist ja, paramechanisch.
Was ja quasi übersetzt gegenmechanisch heißt. Kronuka! Ich hoffe, seine Probleme mit dem Rückwärtsgang beschränken sich nur auf die Raumdimensionen. Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Ach. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Egal, das kann ich zur Not auch nochmal machen. Hauptsache, die Gläser bleiben heil. Ja, schon. Aber vielleicht könnte man mit etwas mehr Vorbereitung... Zu spät! Let's go! Wiki, 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 wiki. Wiki. Tati, tata, lassen Sie mich durch! Ich bin Prophet! Und noch eine Runde. Rufus? Yay. Bist du da? Ja, doch. Wollen wir noch einen Versuch starten? Let's go! Stopp! Ganz sicher? Ich glaube, ich stehe noch nicht ideal. Ist in meinen Augen stehst du perfekt. Ach, noch reichlich. Du hast dich aber gar nicht bewegt. Warum sagst du dann Stopp? Ja, warum? Amen. Amen. Kommen. Ja, oh, der Elefant. Yay! Hey, zeig dich, du Sohn eines feigen Rösseltiers. Hallo! Stopp. Stopp. 7 Jahre Pech. Das gibt's doch nicht. Mindestens. Ach, McChronicle. Was kannst du eigentlich? Nichts und davon am meisten. Und? Frag nicht. Ich muss wohl erst einen Weg finden, diesen lästigen Elefanten loszuwerden. Bevor wir das Ganze dann noch einmal probieren.